Deine Gage ist meine Gage. Und wahrscheinlich bin ich meinen Job los, weil ich gerade nicht auf Arbeit bin. Ich nehme den Honig mit. Reservoir Dogs, Wolf of Wall Street, Titanic und Forrest Gump. Was haben alle diese Filme gemeinsam? Ja klar, sind auf eine Art natürlich Filmklassiker, die wir wahrscheinlich alle schon mal irgendwie gesehen haben werden. Sind aber alles auch Filme, die gerade in der Popkultur ziemlich präsent sind. Und schuld daran ist eine Band. Diese Band heißt Clan. Denn die haben einzelne Szenen aus diesen Filmklassikern quasi zu ihren Musikvideos gemacht. Also ganz klassisch nachgespielt. Und damit ist eigentlich auch schon erklärt, warum ich heute vom Ateliertheater in Köln stehe und für die nächsten paar Minuten Improvisation auf dem Plan steht. Wir dachten uns, vielleicht wollen die beiden in Zukunft ja noch die ein oder andere Filmszene zum Musikvideo machen. Und da kann es nicht schaden, wenn wir mal so einen Improvisationsgrundlagenkurs machen. Deshalb treffe ich die beiden Brüder jetzt. Ich treffe außerdem Katrin Pieplies, die führt heute so ein bisschen durch den Kurs. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, ab auf die Bühne, ne? Wir müssen dann direkt zu Anfang eigentlich noch mal ganz ausführlich klären, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, euch mit mir zusammen ins Improvisationstheater zu setzen und heute so eine Improvisationsgrundlagenübung quasi zu machen. Und es hat ein bisschen was mit euren, mit den Musikvideos zu tun, die ihr kürzlich veröffentlicht habt. Vielleicht wollt ihr die Geschichte am besten einfach mal selber erzählen. Es kam eigentlich daher, dass wir so ein Ferienhäuschen haben und dort gibt es eine VHS-Kassette, auf der ist ein Film drauf, und zwar, wie heißt der, Reservoir Dogs. Genau, Quentin Tarantino. Und der ist dann mindestens einmal im Jahr dran, wenn wir in diesem Ferienhaus sind. Dieses Jahr waren wir fünfmal da. Hast du ihn fünfmal geschaut auch? Nee, es gibt noch ein, zwei. Ich hab mir diesmal Ich beobachte Hundebabys angeguckt. Ah, stimmt. Also es gibt noch so Hundebabys und Trickfilme, aber so der einzige Erwachsenenfilm oder so ist dann Reservoir Dogs. Katrin wird uns jetzt so ein bisschen durch die Grundlagen irgendwie leiten. Das Impro-Theater. Das Impro-Theater, ganz genau. Wir lernen jetzt, was genau machen wir jetzt? Wir fangen jetzt erstmal an mit Aufwärmen. Genau, oder? Wir machen ein bisschen uns körperlich warm. Das ist doch gut, damit wir uns gleich schön bewegen können. Okay. Und dann fangen wir an, leicht zu trippeln. Der Markus hat zwar die Heizung hier angemacht, aber gucken wir mal. Ne? Trippeln wir mal ein bisschen. Yes. Stop that. Ja, irgendwie dachten wir, wir haben so einen schnulzigen Song gemacht, wir müssen dem irgendwie was gegenüberstellen. Nee, aber es war so ein bisschen so eine Überlegung, dass wir, es war halt einer der ersten Songs, wo wir sehr offen über irgendwie Liebe gesungen haben. Und das ist ja irgendwie, das kippt im deutschen Popmusikraum schnell in Richtung, es wird so cheesy irgendwie, wenn man das dann auch noch mit einer Videografie unterlegt, die halt irgendwie das Gleiche macht, so emotional. Und dann dachten wir, wir kontern das einfach und Michael schneidet mir ein Ohr ab. So hat alles angefangen mit unserem Video zu Bei dir, das war glaube ich August letzten Jahres, und dann ist da eine Serie draus geworden, aber eigentlich erst im Prozess. Also wir haben dann irgendwie festgestellt, auch macht irgendwie Bock. Ja, ist voll geil, wenn man so wie so eine unendliche Welt hat, aber in so einem ganz klaren Konzept. Beim Improvisieren geht es darum, Geschichten zu erzählen, die ihr vorher noch nicht kennt. Wenn ihr jetzt ein Bilderbuch sehen würdet, da steht ein Baum. Was wäre da noch, wenn da nicht nur ein Baum ist? Was sehen die Kinder da noch? Ein Hase. Ein Häschen. Dann kommt zu mir und sagt, ich bin ein Hase und sitze unten am Baum. Ich bin Milch. Juhu, wir haben Milch. Ich bin das Gittergatter. Ich bin ein Krug. Bevor ihr angefangen habt, quasi so eine Reihe daraus zu machen mit euren Musikvideos und bekannte Szenen aus Filmklassikern nachzuspielen. Wie sah es denn davor mit eurer Schauspielerfahrung aus? Also hattet ihr schon welche oder war das eher so, wir probieren das einfach mal? Ich war in Leipzig mal in so einer Gruppe, so eine Schauspielgruppe, und habe das dann sausen lassen für meine erste Indie-Rock-Band. Das fiel dann beides auf den Freitag. Ich habe nur so in der Schule mal Schauspiel gemacht, also beziehungsweise so ein musisches Profil, und da gehörte das dazu. Ah, darstellendes okay. Spiel hat sich das Schulfach genannt, aber sonst gar nicht eigentlich. Estrich. Strichmännchen. Ich hatte mal so eine Zeit, in der habe ich sehr, sehr gern Cola getrunken. Aber sie bekommt mir nicht. Er ist schon mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen. Jedoch wusste er, ich habe ja überhaupt nichts drauf. Kommt euch da irgendwie vielleicht auch zugute in diesem Setting dann, dass ihr irgendwie Brüder seid und wisst so, okay, ist egal, wenn ich es verhaue oder wenn es jetzt irgendwie peinlich wird oder wenn das jetzt mal nicht klappt, so, weil man dich eh kennt? Es geht schon voll viel darum, so eine gute Situation zu schaffen, in der man loslassen kann. Bei Baby Baby, wo Stefan dann auch so nackt auf dem Divan liegt.
hat er das zum Beispiel geschafft, indem er das Filmteam einfach nackig begrüßt hat. Wirklich? Dann war, ja. Ja, so, war halt einfach alles klar. Hallo. So, dann konnte man halt irgendwie einfach so also sich hängen lassen halt. Ja. Und ansonsten haben wir da, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansätze, weil ich übe oder versuche mich darauf vorzubereiten. Er übt, der kann nicht, sag ich immer. Was, wie machst du das eigentlich? Ich mach nur mit. Das ist irgendwie das Gute. Du übernimmst ja in der Regel die Hauptrollen und so. Ja. Jetzt versuchen wir, dass ihr drei die erste kleine Bühnenaufgabe. Hui! Hey! Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Lassen Sie mich raten. Sie wollen eine Matratze kaufen. Also das Wichtigste ist erstmal der Härtegrad. Kannst du uns das direkt zeigen vielleicht? Es gibt hier drüben ein Bett. Das ist unser Standardmodell. Mhm. Es ist mein absolutes Lieblingsmodell. Ja. Ja. Woher weißt du das? Also ich bin nicht überzeugt. Nee. Dann lass uns noch ein anderes angucken. Ja, okay. Es klappt nie beim ersten Mal. Es klappt normalerweise auch beim zweiten Mal nicht. Aber alle Kunden suchen sich sowieso immer. Ach, keine Ahnung. Das ist jetzt nichts, oder wie? Nee, ist ein Kackladen. Ja. Ich finde dieses Bett scheiße und ich finde diesen Typen scheiße. Wir brauchen ein Bett. Es ist 18 Uhr, es ist Samstag. Ja, natürlich brauchen wir ein Bett. Was denkst du denn? Härtegrad. Ja, natürlich brauchen wir ein Bett. Ich wünsche euch einfach, dass ihr auch einen gemeinsamen Ort findet. Ey, vielen Dank für die bestärkenden Worte. Das ist total schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Perfekt. Also wie habt ihr euch dann auf die Drehs vorbereitet? Du hast dann, also hast du dann wirklich nochmal... Und du hast dann abends nochmal vorher oder eine Woche vorher schon die Szenen nochmal genau analysiert, die angeguckt und schon mal irgendwie, weiß ich nicht, in deinem Schlafzimmer das so nachgespielt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja. So tatsächlich, echt? Ja, also nicht eine Woche vorher. Vom Spiegel auch, oder? Am Abend vorher. Ah ja. Ja. Und dann quasi vom Spiegel wirklich stehen und das einmal durchspielen? Ja, ganz blöd, ja. Ah, ja. Absolut. Ich habe das Ganze zum Ende dann auch mal übernommen. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, die Craft, die ist wichtig. So. Und man kann das oder sollte das vielleicht sogar so machen, wenn man irgendwie wirklich nah an das Original ran will. Irgendwie ist man als Künstler, als Künstlerin ja irgendwie früher oder später mit Schauspiel eh in Berührung, oder nicht? Also... Auf jeden Fall, spätestens wenn man sich auf eine Bühne begibt. Auch auf Konzerten? Ja, auf jeden Fall. Findest du? Ja. Also ist natürlich was ganz anderes, aber da geht es ja auch irgendwie darum, was darzustellen und überhaupt auf einer Bühne ansehbar zu sein. Ja. Ja. Und richtig da zu sein und so. Und das ist ja schon, das fällt ja schon voll in den Bereich rein. Und also ich glaube, da sind auch so die Deutschen, sind da eher so sehr authentizitätsversessen. Mhm. Und dann gibt es halt so Leute wie Grönemeyer, der eigentlich vom Schauspiel total kommt und der halt es dadurch irgendwie schafft, eine einfach richtig weirde und geile Persona und eine Stimme daraus zu entwickeln, die halt einfach so weird und besonders ist, dass sich das irgendwie voll auszahlt. Meinst du nicht, dass der einfach so spricht? Schlafen? Ja. Also ich habe schon ab und zu andere Sachen vor, als zu schlafen, aber so ein Allrounder wäre ganz gut. Na, drei. Ja, teste mal. Einfach testen. Einfach auch drauf. Drauf. Ich fühle mich gar nicht. Wenn man eins und eins zusammenzählt, also, ich meine, wie du uns schon die Tür geöffnet hast und jetzt dieses Bett anpreist. Er ist es, oder? Wie soll ich sein, Scheiße? Wer soll ich sein, ne? Ich habe keine Ahnung. Wer soll ich sein? Ich habe keine Ahnung. Wer soll ich sein? Leg dich jetzt auf. Du kannst dich auf die 2 legen. Leg dich auf die 2 und einfach rauf. Ab hier. Und? Hat sich hier noch nie jemand rumgetrieben. Wie lange braucht ihr denn noch? Ja. Nehmt die verdammte Matratze mit. Wer ist es? Ich weiß, dass es ist. Okay. Weiß ich weiß nicht. Gute Flat, super Bett. Wollt ihr eine verdammte Matratze kaufen oder wollt ihr rumspionieren? Wir wollen die Matratze kaufen. Matratze kaufen jetzt. Wir wollen die Matratze. Warum seid ihr hergekommen? Könnten Sie uns bitte...
Vergesst nicht, was ich euch gesagt habe. Die drei wäre besser für euren Rücken gewesen. Ihr nehmt es mit vor zu Mandy. Ihr gebt ihr das Geld und ihr verschwindet. Die Matratze kommt von selbst zu euch. Verstanden? Habt ihr irgendeine Filmszene, irgendeinen Film, irgendwas im Kopf, was ihr super gerne mal spielen würdet? Was noch so auf eurer Schauspiel-Bucketlist ist vielleicht? Also ich fände Joker tatsächlich geil und ich würde dann aber Joaquin Phoenix spielen müssen. Das tut mir leid, Michael. Okay. Ja. Ich würde gerne mal sterben. Ich glaube, das ist immer eine schöne Sache. Ja? Ich glaube, beim Sterben ist nur wichtig, dass du dann gegen Ende des Films stirbst. Nicht, dass du gleich von Anfang an so eine, also eine Tatortleiche wäre lame. Ja, wenn du gleich in den ersten zwei Minuten als Leiche da auftauchst und dann war es das, ne? Wir haben jetzt mal so ein paar Grundübungen mitgemacht. Ja. Was sagst du zu uns? Haben wir uns gut angestellt? Haben wir uns schlecht angestellt? Was haben wir? Ihr wart tippitopp. Absolut. Also dafür, dass ihr nur zu dritt so einen Kurs macht, eigentlich hat man mehr Pausen zwischendurch, kann sich viel mehr Infos holen bei den anderen Leuten, kann sich mal ausruhen. Ihr wart jetzt die ganze Zeit on air und ich finde, ihr habt es sehr, 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 sehr gut gemacht, sehr konzentriert. Ich danke euch dafür. Das hätte auch zäh werden können. Mit euch war es einfach schön. Also ich fand es interessant, weil ich habe das noch nie gemacht, so mit so einer Leitung und so. Und ich glaube, es macht doch total Sinn, sowas sich über Übungen zu erarbeiten. Wenn Stefan in Probleme kommt, was bei einem Resümee, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen, denn dann war es gut. Wenn es schlecht war, dann kann er das ganz klar einfach sagen, aber wenn es gut war, dann fällt es ihm immer schwer. Aber was war jetzt gut? Ne? Wie fühle ich mich eigentlich? Ich denke, dass man so anhand von konkreten Übungen überhaupt so sich lockert. Ja. Also so ja, es war jetzt auch wahnsinnig kurz. Ne? Also eigentlich macht man es viel länger und also macht sich körperlich viel länger warm, irgendwie macht sich geistig viel länger warm, bevor man irgendwie in solche Spielsituationen reingeht. Aber so viel Zeit hatten wir nicht, deswegen stürzt hinein und ihr habt es super gemacht. Ne? Cool, danke. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Es war voll gut, auch einfach so in so einen Flow zu kommen. Es einfach macht wahnsinnig Spaß, macht auch schnell viel Spaß, finde ich. Ja. Du hast auch ein Talent. Da hast du auch Bock drauf, ne? Ja. Ja. Voll. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt, dass ihr alle dabei wart. Und Sehr gerne. Danke für die schöne Idee.